Это бюзенген. О май гад! Ein Easter Egg! Oh, wie geil, Alter! Einfach ein Sackboy! Ey, wie cool ist das denn? Rewrote the song. Thoughts become action. Tell me what's happening. Wish your mind wrapped in, wrapped around, wrapped around, wrapped around. Wish your mind wrapped in. Ayo, was geht ab, Freunde? Alkant Start für euch. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play The Order 1886. Das letzte, wo sie mir stehen geblieben. Weiter geht's. Weißt du was? Ich werde auch ganz kurz jetzt hier mal Einstellungen. Audio wäre hier. Nein. Auch nicht. Auch nicht. Da, Untertitel ein. Dass man da auch wirklich. Der Bruder hat es sich angewöhnt, seine Befehle zu missachten. Habe ich das jetzt aktiviert? Ja, habe ich, okay. Dass man dann, ja, später lesen kann. Falls es mal zu leise sein sollte. So, die Frage ist jetzt, was müssen wir jetzt machen? Ich glaube, wir schauen uns hier erstmal einfach um. Ich bin gespannt, wie es weitergeht mit dem Spiel, Digga. Ich bin sehr gespannt. Bis jetzt muss ich sagen, warte, machen wir das Mikrofon ein bisschen runter, ein bisschen so, okay. Ich muss sagen, bis jetzt muss ich sagen, gefällt mir das Spiel echt richtig gut. Hat auf jeden Fall was. Und ja, man ist auf jeden Fall sehr, sehr bockend, wie man so schon sagt. Oh, Assalamu alaikum. Ich habe etwas Dringenderes zu tun. Wie Sie wünschen. Wie viele von uns machen die Reise nach Amerika? Lord Barrett, Lord Darwin und ich selbst. Ich habe viel Gutes über die Agamemnon gehört, Lord Hastings. Sie ist das Beste, das die Vereintes Indien Company je gebaut hat. Ich verspreche eine angenehme und schnelle Reise über den Atlantik. Dürfen wir beim Start mit Ihnen rechnen, Sir Lucan? Es wäre mir eine Ehre, Ihren Jungfernflug zu sehen, meine Lords. Sir Lucan, wenn ich darf. Wenn Sie erlauben, meine Lords. Natürlich, Sir. Alistair, du weißt so gut wie ich, dass Whitechapel der Schlüssel für diese Unruhen ist, für alles. Meine Meinung ist bedeutungslos. Der Rat hat gesprochen. Wenige haben sich den Wünschen deines Vaters widersetzt. Muss ich dich erinnern, dass wir alle dem Lord Kanzler zu Diensten sind? Du bist der Ritterkommandant. Bring ihn zur Vernunft. Hältst du das Eindringen in eine Rebellenfestung für vernünftig? Es ist ein akzeptables Risiko. Alles, für das du bereit wärst, die Verantwortung zu tragen, wenn unvorhersehbare Umstände eintreten? Alles, was uns zustößt, verantworte ich niemand sonst. Whitechapel bleibt unangetastet. Zumindest offiziell. Vielen Dank, Sir Lucan. Deinen Dank brauche ich nicht. Bring mir Ergebnisse. Wie der Ritterkommandant es wünscht. Und wir gehen rein. Ausgezeichnet. Wann geht's los? Es geht doch nicht um Whitechapel. Aber mein Bruder hat uns einen Aufklärungseinsatz zugestanden. Sichert das erforderliche Material. Isabeau, auf ein Wort. Sagen Sie, Monsieur, der Lordkanzler. Was gibt's, Marquis? Sir Lucan und Lady Ygraine wurden von ihm adoptiert. Das stimmt. Wieso bringt er sie derart in Bedrängnis? Vielleicht, um sich den Anschein der Menschlichkeit zu geben, die er verloren hat. Als sie dem Orden beitreten sollten, hatten sie die Wahl. Und trotzdem, meine Kinder sollten so ein Leben nicht führen. Marquis, beeilen wir uns. Oui, mon général, avec plaisir. Monsieur. Freund Mallory hatte immer schon seine eigenen Methoden. Ich kenne keinen besseren Mann. Trotzdem, ich verlasse mich auf deinen mäßigenden Einfluss. Sebastian und ich waren lange Partner. Ich vertraue ihm blind. Ein wenig Zurückhaltung könnte nicht schaden. Hm. Pass auf meine Schwester auf. Bitte. Niemand im Empire kann Isabeau schützen, wenn sie sich was in den Kopf setzt. Das ist wahr. Was soll ein Bruder tun? Hm? Viel Glück und viel Erfolg. Ja, alles klar. Stehst du in dem Dienst? Ja, dann würde ich sagen, Folge Tesla, geil. Tesla, wie gerufen. Nikola Tesla, oder was? Lag die serbische Kraft, Junge.
Welche neuen Entwicklungen haben Sie für mich? Ein paar faszinierende Dinge, wenn ich sagen darf. Ein Macher vom Herrn, Junge. Gibt's was Neues zu dem Ärger auf dem Grosvenor Square? Die Polizei ermittelt. Und ermittelt. Lucana, vor der Haustür des Feindes Indian Company. Was halten Sie davon? Mayfair ist nicht mehr das, was es mal war. Erlauben Sie mir, ein paar meiner Experimente zu überprüfen. Solange schauen Sie sich um. Sehen Sie sich ruhig alles genau an. Aber vorsichtig. Teslas Labor, Katakomben von Westminster. Erkunde Teslas Labor. Was haben wir hier? Ziemlich antik. Kaum zu glauben, dass wir diese Kommunikatoren mal benutzt haben. Ja, das stimmt. Sieht sehr cool aus. Auch von der... Ja, du weißt, wie es designt wurde, das sieht schon nicht geil aus, Digga. Ich verstehe kein Wort. Tja, Digga. Das ist auch immer für etwas, der Nikola Tesla ist. Der Erfinder des Stroms. Ist, Digga, das ist ein Schwein? Alter, was zum Fick? Okay. Was nehmen wir hier noch? Was machen wir hier? Noch einmal. Hier ist nichts. Hier haben wir schon geguckt. War da vorne links, glaube ich. Da ist doch was. Nicola, wie geht es Ihrem Freund Edison denn so? Thomas und ich reden nicht miteinander. Ja, da. Nikola Tesla, Digga. Der Macher vom Herrn, Junge. Absolut serbische Legende, Alter. Mein Landsmann, Jamenjek. Das ist wild. Sir Galahad. Jawohl, mein Bester. Steh mal, Brate, Gaji. Steh mal. Bitte, hier entlang. Steh dort, steh mir, Pogajisch. Was willst du mir zeigen? Das hier könnte Sie interessieren. In diesem Gerät können Sie Edisons ineffizienten Gleichstrom in meinen überlegenen Wechselstrom umwandeln. Riecht praktisch zum Überladen und Ausschalten bestimmter elektrischer Systeme. Interessant. Cool. Stimme. Eigentlich nur ein Vakuumröhrengleichrichter mit ein paar Messingklemmen, um das Design zu verbessern. Und ein Tragekoffer aus Leder. In jeder Röhre ist eine kleine Menge Quecksilber. Sobald es darin richtig ausgerichtet ist, ist das Gerät einsatzfähig. Versuchen Sie es. Interessant. Warte mal. Ah, verstehe. Sie erstaunen mich immer wieder, Nicola. Ich hätte gerne Ihre Meinung zu meiner neuesten Erfindung. Hier. Der Sniper? Scharfschützenkarabiner SX-84. Beeindruckend. Sie hatte nie mein Auge für Handwerk. Ich habe ihn mit einem Teleskopvisier ausgerüstet. Ideal für Distanzschüsse. Ich wäre geehrt, wenn Sie ihn testen würden. Mit Vergnügen.
Schöne Waffe. Warte. Schöne Waffe. So, laden wir mal nach hier. Harter Rückstoß, aber im Rahmen. Gut ausbalanciert. Lag nur ins Rote getroffen. Ein Schalldämpfer würde ihn perfekt machen. Ich kümmere mich sofort darum. Und würden Sie gerne meine anderen Kinder kennenlernen? Verlockendes Angebot, aber ich muss zurück zu den anderen. Oh, das Monokular, das General Lafayette bestellt hat, liegt dort drüben, auf dem Tisch. Er wird es bekommen. Wir gehen paarweise vor. Isabeau, du nimmst dir mit Lafayette die High Street von Süden vor. Galahad und ich kommen von Norden. Wieso geht der Franzose nicht mit Galahad? Mademoiselle misstraut meinen Absichten. Ich verspreche, die ritterliche Öffentlichkeit stets zu wahren. Ich hätte gern jemand mit etwas mehr Erfahrung, der mir den Rücken frei hält. Ich dachte, du brauchst keinen Aufpasser. Na gut. Sie gehen mit Galahad. Mademoiselle, erlaubt mir vielleicht eines Tages mein Können zu zeigen. Eines Tages. Denk dran, wir betreten das Gebiet der Rebellen. Denen wird unser Eindringen in Whitechapel nicht recht sein. Nach unserer Entdeckung in Mayfair sollte das Royal Hospital unser Ziel sein. Seltsam, dass die Lykaner ihr Unterschlupf finden, nicht wahr, Monsieur? Glaubst du wirklich, dass die Rebellen mit den Halbblütern kollaborieren? Der Lord Kanzler ist davon überzeugt. Ich habe meine Zweifel. Vertrauen Sie irgendwem, mon General? Nimm niemals hin. Stell immer Fragen. Mein Motto seit Jahrhunderten. Passt auf euch auf, alle. Dies wird kein leichter Gang. Quel joie. Ein Hort von Taschendieben, Kollaborateuren und Zuhältern. Klingt wie meine Gegend, Digga. Let's go, Alter. Langstraße, get in, Junge. Ja, Service, so, Alter. Da stand eine Kapelle. Ein Rückzugsort für Reisende. Das war sogar vor meiner Zeit. Die Stadtmauern standen noch nicht. Tja, man kann Whitechapel riechen. Nichts ist mehr so, wie es mal war, Sebastian. Stimmt. Der Orden am allerwenigsten. Interesting. Dann machen wir auf hier den Hosen. Wir treffen uns beim Krankenhaus. Pass auf dich auf. Verstanden. Hier entlang, Monsieur. Okay. Was haben wir hier? Die Asche ist noch warm. Da hat einer vor kurzem noch geraucht. Apropos, ich habe einen neuen Tabak bestellt, Digga. Ich habe vergessen, welche Marke, Digga, mit so Kaktusfeige. Müsste später ankommen, Digga. Ich glaube, nach der Folge müsste der Postbote schon da sein. Da werde ich mir erstmal so ein schönes Köpfchen machen. Ist zwar erst genau jetzt gerade Punkt 10 Uhr, aber egal, scheiß drauf. Um 10 ein Köpfchen, Digga. Da sehe ich mich. Ein Apfel. Chillig. Viele Vitamine. Okay, jetzt wahrscheinlich irgendwo hinwerfen, ne? Oder bist du direkt auf ihn drauf? Hey. Sei leise, Yatim. Was macht denn ihr da, Junge? Ringelpiece mit anfassen? Sieht nicht gut aus. Ja. Bleib unten, dummer Penner! Seltsamer Ort.
Ore Pennies. Ist doch irgendwas geschrieben? Keine Ahnung. Die Schweine, Junge. Aber warte, hier hoch, ne? Was ist los hier? Was ist das hier? Was sind das für Faxen? Sie sagen euch, England macht Fortschritte. Was hat euch der Fortschritt gebracht? Abscheuliche Slums, manche nicht mehr als ein paar elende Baracken. Lange Stunden in Fabriken für einen Hungerlohn. Und eure Bosse sagen euch, dass ihr für ein paar Cents auch noch dankbar sein müsst. Kinder schuften sich zugrunde in der schwarzen Hölle der Minen, während die feinen Herren von silbernen Tellern speisen. Wir wurden entdeckt. Gehen wir. Ist das das England, das wir wollen? Nein! Was müssen wir tun? Kämpfen! Ganz genau. Brüder und Schwestern, kämpfen! Okay, jetzt ist mir hier durch die Seite. Ich schwöre! Nieder mit der Königin! Nieder mit dem Empire! Deinetwegen ist sie tot! Junge, was ein Hurensohn. Jetzt aus, die erstmal nur ein paar Fäuste, Junge. Na komm her, Junge, ich spreche dir deine Hand, Junge. Wollten Sie sich Ihre Hände nicht schmutzig machen? Alles in Ordnung. Sie müssen keine Angst haben. Wie hätte ich wissen sollen, dass er der Ripper war? Er war ein Typ wie jeder andere. Er hat letzte Nacht wieder getötet? Ich wusste es nicht. Lassen Sie mich hier. Ich wusste es nicht. Keine Sorge, Sie sind in Sicherheit. Oh shit, Digga. Wir sollten durch diese Tür gehen. Warte mal. Verstehe ich nicht, warte. So. Vibration. Was? Halte L2 gedrückt und rotiere langsam, bis die Vibration zwischen den Zylindern nachlässt. Ah. Aha. Oh, das musst du den Controller spüren. Da spürst du im Controller die Vibration. Wenn es anfängt so richtig zu vibrieren, dann weißt du, okay, ist richtig. Ah, ja, die Vibration ist schon geil, ja. Gibt so anderen Gefühl. So, ja gut, ist halt ein PS4-Spiel, ne? Hi! In diesem Etablissement sind keine Waffen erlaubt. Ihr wollt bleiben? Dann lasst sie hier. Bien sûr, Monsieur. Wir waren eigentlich nur auf der Suche nach der Garderobe. Ja, damit. Und viel Spaß, Sportfreund. Ganz ruhig, Monsieur. Eine kurze Erkundung der Räumlichkeiten scheint erforderlich. Ja, ja. Da war ja direkt hier auf Barrikadenmodus. Zelda, Alter! Nimm dir die Zeit, die du brauchst, Schatz. Ja, Mann, Ocarina of Time war auch eine geile Zeit, Digga. Wie ich da ausgerastet bin. Von London. Sie organisieren sich. Kommst du mit drauf, Süßer? Ein andermal. Ich zeig dir Sachen, die du noch nie gesehen hast. Verpiss dich. Das glaube ich gerne. Oh, sie ist wirklich besonders schön. So ein Mist. Sie wissen, was man über große Nasen sagt. Die Füße. Nasen auch. Okay. Franzosen sieht man hier nicht oft. Marquis, wir haben keine Zeit für Spiele.
Wir müssen einen Ausgang finden. Schnell! Ich habe genau das Richtige. Könnte eine von den Damen in meine Tasche greifen? Gib schon her, Süße. Ist das genug, Monsieur? Oh, mehr als genug, würde ich sagen. Darf ich bitten? Nach oben mit euch. Ja, das französische Baguette, Alter. Bist du schon so weit, Süße? Das wirst du bestimmt nicht vergessen. Digga, was ist das hier? Hier lang, Schatz. Ja, die Lusthäuser, Junge. Hier rein. Hey! Hey! Was hast du denn vor? Das ist das falsche Zimmer. Wo ist der Franzmann hin? Er ist da drinnen. Mit seinem Freund. Hey! Verschwinde da! Oh! Hallo! Salam alaikum! Pack dein Löres wieder ein, du Minjek. Tut mir's excuse, Madame. Suche einen Weg zum Krankenhaus. Ihr wahrscheinlich, ne? Jo? Was? Es geht, was brauchst du? Später können wir gehen. Може, може. Е, су стигле? Јесте. Ако нису, онда питај Фракеза зашто. Морам, каша. Остава. Добро, добро, ајде. Веќе. Зо. Перфект. Wir sind Eindringlinge. An die Waffen und los. Lafayette. Perfekt, Junge. Das war ein Stich ins Wespennest. Halten Sie Ausschau, Marquis. Ich muss einen Weg hier durchfinden. Das hier? Was Zylinder? Okay, verstehe. Söhne und Töchter Britanniens, seid voller Freude, denn für uns beginnt eine neue Ära des Wohlstands. Heute führt unser Empire den Vormarsch des Fortschritts an. Die Armee und die Ritter unserer Majestät wachen aufmerksam über unser Vaterland und kontrollieren die Bedrohung durch die Halbblüter. Die Vereintes Indien Kompanie hisst unseren geliebten Union Jack auf der ganzen Welt, während ihr mit euren Kindern den Segen eurer täglichen Arbeit genießt. Produzieren unsere Fabriken Güter, die England stolz machen. Mit jedem neuen Morgen strahlt die Sonne auf eine glorreichere Zukunft unseres Empires als jemals zuvor. Eine Zukunft, von der ihr ein Teil sein könnt. Jeden Tag ergreifen normale Bürger ihre Chance auf ein Morgen voller Reichtum und Wohlstand. Ihr könnt die Nächsten sein. Also frage ich euch, Kinder Britanniens, leistet ihr euren Teil? Zum Wohle Englands bringt dem Empire Ehre! Interessant.
So. Erstmal hoch, 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 hoch damit. Assalamu alaikum. Sehr schön. Okay, jetzt ist das oben. Bedeutet, ich kann... jetzt einen anderen Weg einschlagen, oder was? Hier komme ich nicht mehr. Okay, nee, nee. Hier bin ich falsch. Warte mal, da muss ich, glaube ich, irgendwo anders hin. Alter, kurz mal. Warte, ich habe jetzt das hochgehoben. Ah, deswegen. Ja, deswegen, okay. Gut, weiß ich Bescheid. Krass, Digga. Die Dächer sind vielleicht nicht die beste Wahl, Monsieur. Vielleicht haben Sie recht. Wir müssen einen anderen Weg zum Krankenhaus finden. Okay. Halleluja, Junge. Das ist geil, Digga. Aus wie so eine Thompson. Ja, gar nicht, okay. Der macht die Tür zu. So, langsam runter hier. Trop facile, hein? Ja, servus. Ich spüre, dass wir nicht willkommen sind. Sie die Augen offen. Wir wollen nicht für weitere Unruhe sorgen. Ach du Scheiße. Sehen Sie, Monsieur, diese Königin hat Gott nicht beschützt. Los! Ja, aber dafür uns. Lafayette! Alter. Digga. Ziel erledigt. Du dummer Hurensohn, Alter. Jetzt hab ich ihn dumm. Dummer Schwanz hier. Ja, die Waffe ist nicht so stark, Digga, ne? Ist halt nur ein MP. Der nächste, Digga, willst du mich rollen? Let's go, Digga. Warte. Genau, dann mal den noch erwischt. Fantastisch. Ja, damit. Lafayette, nehmen Sie die Straße. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gehen wir nach oben. Los, im Tunnel. Haltet sie auf. Nice. Nice. Oh Gott.
Stimmt, wir haben ihn erledigt. Wir müssen weiter. Ich denke, weitere Rebellen sind unterwegs. So. Perfekt. Der Weg ist blockiert. Jetzt hier rein oder hier hoch? Monsieur, Flintenschütze, kommt auf die Gebäude. Rebell erledigt. Flintenschütze neutralisiert. Was ist das, Sniper? Leere Welles! So ähnlich. Stehe unter Beschuss! Oh shit. Rebell neutralisiert. Warte. Verdammt! Shit. Nice. Ziel erledigt. Nice. Warte mal. Blitzergranate! Vorsicht! Granate! Feind erledigt. Ja, die Runde. Schön. Monsieur, ich bekämpfe sie am Boden. Warte, verstanden, hier ist eine. Hier ist der Sniper. Ich werde beschossen. Unten bleiben, Monsieur. Rebell erledigt. Ah. Ja, ja, danke schön. Kuss. Danke für uns. So, mein Tabak ist da. Nice. Wo noch, Junge? Schön. Ich lade nach. Oh mein Gott. Nein, du dummer Hurensohn, Digga. Was pushst du vorne, Digga? Ja, Seleme. Ich kann entweder oder. Aber Digga, wie viele kommen denn da? Das ist ja unfassbar. Das war nicht ohne. Nein! Verämt. Eins. Zwei. Drei. Vier. Allahu Akbar. Fünf. Oh Gott. Wie viel noch? Werfe Rauchgranate! Junge, jeder, der pusht, ist ein Hurensohn, Digga! Meine Fresse, Mann! Wie viel kommen denn da, Junge? Was ist denn da los, Mann? Der, wie viel kommen denn da, Junge? What the fuck, Bro? Verstanden, Maki. Ich glaube, es kommt unendlich. Ich glaube, muss ich einfach da durchbeißen, Digga. Level erledigt. Ja, was ist das für eine Scheiße, Digga? Ja, ich bin so im Arsch, Digga. Boah, keine Chance. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Was soll ich da machen, Digga?
Ich hab gar keinen Plan, wie ich das machen soll. Rebell neutralisiert. Ich frage mich, wo muss ich hin? Muss hier irgendwo hin oder nicht? Ich versteh's nicht, Bro. Ich check's echt nicht. Kein Plan, Digga. Es kommen unendlich viele, Digga, aber ich weiß nicht, was machen. Muss ich irgendwas aktivieren? Muss ich deaktivieren? Muss ich da irgendwie durch? Muss ich durch irgendein Fenster durch? Was muss ich machen? Ja. Na endlich, Junge, was ist das denn, Alter? Oh, wie viel das waren, ist das abnormal. Ist das hier Shotgun? Das ist eine Schrotflinte. Junge, was war das, Alter? Jesus Christ, Junge. Heilige Mutter Maria. Heilige Frau, heilige Scheiße. Our T Regress. Quality Liberty. Okay, was haben wir hier? Gar nichts. Was noch? Ja, du bist da, aber wo lang, ja, Team? Ich die Tür nicht. Hier runter auch nicht. Ich gehe nochmal runter hier, vielleicht. Ja, warte, wo lang willst du denn? Das ist, was willst du? Hier auch vielleicht, ne? Mhm. Mhm. Aha. Damals. Percival. Percival, hörst du mich? Hat keinen Sinn, Monsieur. Die Gebäude blockieren das Signal. Der Fluch des Fortschritts. Ihr Monokular. Ich kann unser Ziel sehen. Das Krankenhaus ist 2 Meilen westlich. Binde Percival. Noch nicht. Da vorne, oder was? Da. Das müssen sie sein. Na, machen wir mit? Sollen wir ein paar Freunde einladen? Luftkommando, hier ist Galahad. Ich brauche Antwort von allen in der Gegend um Whitechapel. Luftkommando, hier ist Galahad. Moment, hören Sie! Wir haben hier nicht das Kommando. Der Lordkanzler wird verärgert sein. Lafayette möchte nicht vors Kriegsgericht. Darum kümmern wir uns später. Sir Galahad, hier Sentinel 5. Wir sind 3 Wegstunden nordöstlich von Whitechapel. Warten auf Anweisungen. Sentinel 5, hier ist Galahad. Wir brauchen hier Luftunterstützung. Bestätigen Sie, Sir Galahad. Sie signalisieren blau-rot im Abstand von 1 Sekunde. Wir bitten um Sichtbestätigung der Kursänderung.
Und Orte? Luftschiff Sentinel 5 da vorne. Oder? Da. Sir Galahad, hier ist Sentinel 5. Wir haben Sichtbestätigung Ihrer Position. Kursänderung auf 224 Grad. Erreichen Warteschleife über Whitechapel in 8 Minuten. Sentinel 5 bestätigen. Warten Sie vor Ort auf Befehle. Dann los. Okay, trifft sich mit... Im Pariser Slums riecht es nach Rosen, nehme ich an. Merd riecht wie Merd, Monsieur. Überall auf der Welt. Tja. Nach innen. Keine Sorge, Monsieur. Wir okay, alles klar. Hätte besinnen können. Oh mein Gott! Ein Easter Egg! Oh, wie geil, Alter! Einfach ein Sackboy! Ey, wie cool ist das denn? Sollten wir jetzt nicht besser Halbblüter jagen? Geduld, Marquis. Immer dieses Wort. Geduld, immer Geduld. Lass das, Jimmy, Bewegung! Los, ich gebe Feuerschutz! Ja, Sir! Los, auf jetzt! Los! Los jetzt, los! Einfach klatschen? Oh, Scheiße! Scheiße, ich wollte einen Finisher machen. Oh Gott. Nice. Jetzt reloaden. Nice. Mein Freund, der Constable braucht Hilfe. Constable, ziehen Sie den Kopf ein! Das ist einer von uns, Scheiße. Nein! Er hat mich gefickt, Bruder. Scheiße. Hey! Da hat er mich gefickt. Jungs, grab. Was? Wir sind auf Widerstand gestoßen. Die Rebellen sind besser bewaffnet, als wir dachten. Diese Markierung schon mal gesehen. Das ist von uns. Wo habt ihr das gefunden? Mir nach. Mon Dieu, hier ist genug Feuerkraft für eine kleine Armee. Einiges davon wurde für den Orden hergestellt. Igraine hat sogar eine Bogenkanone gefunden. Wir haben etwas von unserem Inventar verloren? Haben wir nicht. Hier, hilf mir mal damit. Mal sehen, was drin ist. Was habt ihr gefunden? Essex M86.
Thermitgewehr. Die sind erst seit ein paar Wochen im Einsatz. Digga, was ist der geile Scheiße? Sieht geil aus. Kann ich das usen? Das hier ist nicht mal zugewiesen. Wie sind die Rebellen da dran gekommen? Das werde ich schon herausfinden. Entschuldigen Sie, Sir. Man braucht sie oben. Unser Stichwort. Ja, ich damit jetzt ein bisschen ballern? Ich glaube, Modell benötigt unsere Aufmerksamkeit. Egwene, sind in Position! Ja, endlich! Los jetzt! Wo habt ihr denn gesteckt? Lade nach! Ritter, rechts im Angriff! Verstanden. Boah. Boah, die fehlt sich von der Waffe, Digga. Da! Auf dem Dach! Ich sehe sie. Boah, krass. Ach, Thermitgewehr. Ah, verstehe. Jetzt peil ich, Digga. Alter, ist das krass. Nein! Wir müssen ihm helfen! Martin, hab ich... Igraine, du musst uns Feuerschutz geben! Alles nicht mithelfen? Klar. Bring ihn rein! Ah, jetzt. Nehmen Sie die Arme! Sagt der Monsieur. Ich hab ihn. Schnapp sie, bevor sie Deckung finden. Bereit. Nehmen wir ihn. Hier sind wir leichte Leute. Da kommt noch einer. Na, kommt der hier runter. Monsieur, es sind nur noch ein paar Schritte. Ja, komm, zieh, Junge. Fantastisch. Alles klar. Vorwärts! Der Chef hat so richtig gescheißen. Hilf mir mit dem Regal! Das lief gut. Ja, das sind Vampire. Such einen Weg hier raus! Bin schon dabei. Wie schlimm ist das? Ein Lungendurchschuss. Und eine Kugel in den Magen. Na, super. Ganz ruhig, mein Sohn. Okay. Alles wird wieder gut. Ja, gut. Okay, Freunde, würde ich aber sagen, wir machen jetzt hier erstmal einen Cut. Wir sind jetzt bei 48 Minuten. Ich würde sagen, das reicht für die zweite Folge von Let's Play The Order 1886. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es so weitergeht. Bis dann, checkt die Mates auf die Zwiebeln und haut rein.